Damit habe ich versucht, Ihnen die Nacherfüllung zu erklären. Es sind im Grunde ja nur 4 oder 5 Punkte. Erstens, Nacherfüllung gibt es in 2 Möglichkeiten. Nachlieferung oder Nachbesserung. Zweitens, der Käufer ist der Partner. Er hat die Wahl. Drittens, das kann so aber nicht stehen bleiben. Es muss Möglichkeiten geben, in denen nur auf eine Art der Nacherfüllung zurückgegriffen werden kann oder in der die Nacherfüllung ganz ausbleibt, sei es, weil es im Interesse des Verkäufers liegt oder sei es, weil es im Interesse des Käufers liegt. Auf das Interesse des Verkäufers nimmt Bezug der 439 und der Absatz 3 und der redet von Kosten. Der gibt dem Verkäufer die Chance zu sagen, es ist zu teuer, so wie du das willst. Und auf das Interesse des Käufers nehmen Bezug sowieso schon der 281 Absatz 2 und der 323 Absatz 2 und zusätzlich noch der 440. Ich gestehe Ihnen zu, dass das wirklich schwierig ist. Aber ab nächster, übernächster Woche machen wir Deliktsrecht. Das ist super einfach verglichen. Halten Sie durch. So, damit verlasse ich die Nacherfüllung. Ach, ein Satz noch dazu. Ich möchte immer, dass Sie ein bisschen mitdenken, was die Rolle des Verkäufers ist seit der Schuldrechtsreform. Und zwar, dass Sie einen Geschmack dafür kriegen, wie sehr diese europäische Initiative, aus der das ja alles irgendwie stammt, dazu geführt hat, dass es dem Verkäufer heute schlechter geht als noch 2001. Und das sehen Sie hier in 439 besonders stark. Stichwort Pascha-Stellung des Käufers. Stichwort, ich muss die Aufwendung tragen, wenn nacherfüllt wird und so weiter. Ja? Gut, wir werden nämlich hinterher darauf zurückkommen, ob es eine Möglichkeit gibt, ganz allgemein, wie dieser arme Letztverkäufer, der da gegenüber dem Kunden steht und alles tun muss, was der ihm befiehlt, erstmal, ja, wie der die Möglichkeit hat, das möglicherweise an seine Lieferanten, die ja für den Mangel möglicherweise eher verantwortlich sind als er selbst, weiterzugeben. Da wird es dann richtig nett. So. Ich komme jetzt zum zweiten Rechtsbehelf und auf die zweite Stufe der Gewährleistungsrechte. Und es gibt ja nur zwei, also ich bleibe jetzt sozusagen auf der zweiten Stufe, auf der Stufe, die eben an eine Frist gekoppelt ist. Und dort werden wir haben Rücktritt, Minderung, Schadensersatz. Das, was jetzt passiert, ist Ihnen bekannt. Ich habe hier eine Vorschrift angeworfen, den 323 BGB, den wir ja gerade eben schon mal erwähnt haben. Und diese Vorschrift hatte ich, als wir bei der Nichtleistung trotz Möglichkeit waren, schon mal an der Wand. Damals habe ich bestimmte Worte in kleinen Gesetzen, in so Klammern gesetzt, weil ich gesagt habe, das kommt erst hinterher bei der Schlechtleistung. Und da sind wir jetzt. Aber im Grunde ist es total einfach. 323 Absatz 1, alles schon mal gelesen. Er bringt bei einem gegenseitigen Vertrag der Schuldner eine fällige Leistung, da haben wir vor ein paar Wochen gelesen, nicht, wegen Nichtleistung als Möglichkeit, da lesen wir jetzt, nicht vertragsgemäß. So kann der Gläubiger, wenn er dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat, also jetzt Nacherfüllung, vom Vertrag zurücktreten. Da haben Sie es. Da haben Sie nun die Rücktrittsmöglichkeit des Käufers, nachdem ich dem Verkäufer das Recht zur zweiten Anlehnung gegeben habe, nachdem ich ihm eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt habe, die erfolglos verstrichen ist. Verstehen Sie, dass Sie immer, wenn Sie ein Rücktrittsrecht prüfen, gucken müssen, hat der Gläubiger eine Frist gesetzt? Und das muss er gemacht haben. Der muss gesagt haben, bis dann und dann will ich die Leistung mangelfrei haben. Das steht da drin. So. Jetzt würde mich mal interessieren, Prüfungsschema. Kriegen wir das hin? Sie haben einen Käufer, der eine mangelhafte Ware gekriegt hat und sagt, ich will zurücktreten. Was sind die Voraussetzungen dieses Rücktrittsrechts? Das schockt Sie jetzt ein bisschen, aber das müssen Sie dann irgendwann können. Was brauchen wir zuerst? Ja. Sie brauchen ein Schuldverhältnis, das ist ganz okay, aber das sind nicht die 100%, die möglich wären.
Anspruchsgrundlage, ja, ist klar, Anspruchsgrundlage brauchen wir dann natürlich auch, aber jetzt sozusagen in diesem, der 323 spricht extra nicht von Schuldverhältnis, und das hatten wir. Der 323 spricht von was anderem, nämlich zurücktreten, gegenseitiger Vertrag, genauso wie Sie sagen, denn der Rücktritt ist eben ein bisschen was Spezielleres, zurücktreten kann man nur von was man vorher geschlossen hat, das sind gegenseitige Verträge. Entschuldigung, es steht da drin, in den 323. Ja? Also wir brauchen, ich bin jetzt beim Kaufrecht nicht mehr, einen gegenseitigen Vertrag nach 323. Aber wenn ich im Kaufrecht bin, dann habe ich den ja immer, logisch, ja? Denn ich habe immer einen Kaufvertrag. Das ist also überhaupt gar kein Problem. So, was brauchen wir als nächstes? Was brauchen wir als nächstes? Ja? Eine fällige Leistung, haben Sie völlig recht, ist in diesem 323 dann mit drin, gehört auch dazu, spielt bei mangelhaften Sachen meistens keine große Rolle, denn ich habe die Sache ja gekriegt, es geht nicht um die Zeit, aber Sie haben schon völlig recht, das kommt dazu. So, jetzt wird es für mich aber wieder ein kleines bisschen totaler. Was brauchen wir als nächstes? Was brauchen wir als nächstes? Ja? Die Pflichtverletzung, so. Und jetzt können Sie das noch ein bisschen genau sagen. Sie haben völlig recht. Da steht das Wort Pflichtverletzung ja nicht ausdrücklich drin. Was, wie können wir es nennen? Schlechtleistung, denn das ist das Thema, in dem wir jetzt sind, ganz genau, in der Diktion des 323. Nicht vertragsgemäße Leistung. Das heißt, wir haben Pflichtverletzung ist gleich Schlechtleistung, ist gleich, wenn wir im Kaufrecht sind, was? Ein Sachmangel. Jetzt sagen wir noch zwei Wörter dazu, damit ich glücklich und zufrieden. Nicht einfach nur irgendein Sachmangel, sondern da gehört im Kaufrecht was noch dazu? War schon gut, was Sie gesagt haben, war schon gut. Aber jetzt können wir den Sack sozusagen zumachen. Sachmangel bei Gefahrübergang. Ja? Sachmangel bei Gefahrübergang. Das ist das, was das Kaufrecht als Schlechtleistung definiert. Jetzt sagt sie, ja klar, bei Gefahrübergang ist doch kein Problem. Ja? Da habe ich letzte Woche ja bloß eine Dreiviertelstunde drüber geredet, was das bedeutet. Sag mal eine Beigefahrübergang. Haben Sie verstanden, wie sich das Kaufrecht an dieser Stelle in das allgemeine System der Pflichtverletzung einfügt? Sag mal eine Beigefahrübergang, kaufrechtlich definiert, ist gleich die Schlechtleistung des 323, ist gleich im allgemeinen Konzept die Pflichtverletzung.